Das war das hier, genau. Wunderbar. So. Yeah, sehr geil. Das sieht doch sehr geil aus. Nice, ich freue mich. Das sieht wirklich sehr cool aus. Da können wir nämlich dann hier, ja, da haben wir das genauso, wie wir das geplant haben. Sehr geil. Dann machen wir hier ordentlich die Tür auf. Hammer. Du kommst hier raus. So ein geiler Hafen. Yeah, das sieht einfach fett aus. Sehr, sehr geil. Genau, dann kommst du hier rein. Hier ist noch ein bisschen dunkel. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht können wir hier zum Thema passive Beleuchtung so einen Kürbis reinhauen. So einen Lichtkürbis. So. Genau, dann hast du hier, kannst du sagen, okay, ich hätte gerne, ich würde gerne Fische abgeben oder einzahlen oder was auch immer. Meine Steuern zahlen, meine Abgaben zahlen. Hier drüben ist die Buchhaltung. Da kannst du dann hier, weiß ich nicht, sagen, okay, mein Schiff hat so und so viel Brutto, Liter, Hektar, Tonnen, irgendwas, so für meine Besatzung. Wir sind hier bis zum 27. Januar, weil wir wollen hier noch über Neujahr ein fettes Fest feiern. Also auf der einen Seite Anmeldung und auf der anderen Seite Warenannahme und so ein Scheiß. Da könnten wir eigentlich auch gleich mal Schilder hinmachen. Das läuft jetzt aber nice hier. So, Schilder war, glaube ich, so. Jawohl, 3, 6. Da können wir auch nicht zu wenig von haben. So, da packen wir dann mal die Tür da rein. Da packe ich jetzt einfach auch mal diese Sachen hier rein. So. Hier könnte man natürlich auch jeweils nochmal so ein so eine Matte haben. Gut, dass wir davon tatsächlich 3 Stück haben. Also das ist dann hier praktisch zum Thema Bürokratie, ne? So. Sieht ein bisschen aus wie Schnee. Schon ganz nice. So, was wollte ich machen? Schilder. Okay. Wo packen wir die hin und was schreiben wir drauf? Im Prinzip wäre es eigentlich ganz geil, wenn es von hier oben so runterhängen würde. Irgendwie. Da können wir noch ein bisschen tricksen. Indem wir... Gut, wenn es eine Theke ist, hätte man ja im Prinzip eigentlich auch hier was rüber machen können. Könnte man ja, indem... Und zwar nicht mit vollen, sondern mit Slabs wieder mal. Dann gehen wir mal wieder rüber. Mann, wie kreativ ich gerade bin. Unfassbar. Wir brauchen auch dringend wieder Fichtenholz. Haben wir echt viel gebraucht. So, dann packen wir das hier hin, denke ich mal. Genau. Tschüss, liebe Lampe. Da können wir sogar... Ist vielleicht ein bisschen too much, oder? Sieht schon geil aus, muss ich sagen. Das kommt eigentlich auch sehr fett. Sehr cool. Und, ja gut, wenn wir jetzt natürlich hier können... Ja gut, jedes Mal... Ich überlege gerade, hier ein Schild hinzumachen. Aber das Problem ist, ich kriege das da nicht hin, ohne dass da was ist. Also ich hätte gern, dass es jetzt hier drin schwebt. Aber das wird es nicht. Ich denke mal, wenn ich das, was dann da dran ist, wieder abbaue, das testen wir mal. So. Blabla, wunderbar. So, jetzt habe ich dieses Leuchtschild hier hingemacht. Und wenn ich jetzt da hinten den Block abbaue, dann verschwindet wahrscheinlich auch das Schild. Ja, genau. Und ich will aber nicht was hinmachen. Ich will, dass das luftig bleibt da oben. Das heißt, ich muss das Schild woanders hinmachen. Vielleicht hier mit Pfeilen. Und zwar ist dann hier... die Abgabenstelle. Vielleicht eins tiefer. Blop, blop. Okay, achso. Abgabenstelle. Okay, kann man machen.
Und da haben wir die Registrierung. Anmeldung und Registrierung. Zack, zack, zwei Screenshots gemacht. So. Stopp, falscher Knopf. So. Kann man machen, oder? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Boah. Puh, alter Schwede. So. Da kommt man also hier rein. Und sieht dann erstmal nix, weil es viel zu dunkel ist. Anmeldung und Registrierung. So, da müssen wir jetzt echt mal ein bisschen für Licht hier drin sorgen. So, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht machen wir hier auch nochmal indirekte Beleuchtung durch Glaskuben, unter denen Kürbisse wohnen. Lichtkürbisse. Halte ich für gar keine schlechte Idee. Das machen wir so. Zumindest mal einfach irgendwie auf die Raumatmosphäre. Weiß ich nicht. Hier und hier. Und da müssen wir vielleicht doch einfach mit Fackeln arbeiten. Also da hängt natürlich schon eine. Die schmort aber mal ganz hart die Kiste an. Geht also eigentlich gar nicht. Vielleicht können wir es tatsächlich auch ein bisschen indirekter machen. Indem wir jetzt hier... Schade. Dann vielleicht dort... Wollen wir hier denn auch so ein Ding drin haben oder machen wir es hier ein bisschen offener? Ich meine, wenn wir richtig, richtig geil drauf sind, dann ziehen wir das mit den Büchern hier komplett durch. Das können wir natürlich auch machen, wobei das vielleicht dann auch ein bisschen too much ist. Das ist ja keine Bücherei. Wobei verwaltungsmäßig fällt natürlich auch mehr Papierkram an. Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Wir können ja jetzt mal hier auf jeden Fall mal eine hinmachen, dass es hier zumindest einigermaßen hell ist. So, und hier haben wir noch die Möglichkeit, andere Dinge zu tun. Vielleicht bauen wir hier tatsächlich dann mal noch einen Ausgang zu irgendeinem Turm, der dann vielleicht dahinter steht. Oder einen unterirdischen Gang oder irgendwas. Da haben wir einfach Möglichkeiten, noch irgendwas zu tun. Das lassen wir jetzt einfach mal so, wie es ist. Wir könnten natürlich, also das sieht natürlich so ein bisschen aus, als würde es hier jetzt einfach, also da fehlt so ein bisschen die Stütze. Da könnte ich einfach so lange, bis wir uns entschieden haben, dass wir da tatsächlich was machen. Das so machen, dass das zumindest so ein bisschen nach Treppe aussieht. So. Ja, wunderbar. Wunderbar. Das haben wir echt gut gemacht, finde ich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man machen. Wir gucken uns das mal kurz hier von außen so ein bisschen an. Auch sehr nice. Das oben, das Fenster, hatte ich so ein bisschen Angst, dass das vielleicht zu groß wirken könnte. Ist auch groß. Aber ich finde, es geht. Man kann es machen. Sieht eigentlich sehr nice aus. Sehr cool. Das ist uns wirklich sehr gut gelungen. Und ja, jetzt gehen wir pennen, würde ich sagen. Dann schauen wir uns das noch einmal ganz kurz an. Überlegen, ob wir vielleicht irgendwas tun können. Müssen uns natürlich dann noch um die Bücherregale kümmern, dass die reinkommen. Und Fisch sollten wir auch noch irgendwo herkriegen. Und ja. Ah, den Teppich müssen wir mit roter Blume machen. Aber das kriegen wir auch hin. Hier können wir natürlich auch noch ein bisschen irgendwie gucken. Sieht noch ein bisschen nackt aus hier alles. Ob wir da nicht vielleicht auch das eine oder andere Regal hinstellen mit Blumentopf und so ein Zeug. Kriegen wir aber alles hin. So, jetzt erstmal ein bisschen pennen und trinken Kamillentee, weil meine Stimme versagt so langsam wieder. Herrlich. Einfach eine echt sehr geile Aussicht. Hatten wir das Lied nicht gerade eben schon am Anfang? Noch ein bisschen zu flach das Dach. Obwohl von hier... Ja, man könnte aber noch ein bisschen was machen.
Gut, dann müssen wir natürlich unsere Aussichtsplattform auch ein bisschen zerstören. Aber es wirkt ein bisschen zu flach für mich. Es könnte irgendwie noch eine Spitze drauf oder so. Lass uns das mal auf der Brücke anschauen, wie das da aussieht. Und wenn das den gleichen Eindruck macht, dann müssen wir wohl oder übel unsere Glaskuben oben wegmachen. Und stattdessen vielleicht... Nö, das ist eigentlich ganz geil. Boah, wie fett das aussieht. Ich feiere das so hart. Das ist einfach echt nice. Ja, ein bisschen zugucken muss man auch mal. Also ich mache das meistens ja einfach... Ich bin ja so ein kleiner Schönbauer. Ich will, dass es schön aussieht. Ich will, dass es eine geile Atmosphäre vermittelt. Und das tut es jetzt auf jeden Fall. Damit haben wir auf jeden Fall ein richtig schönes Anfangsgebäude für unseren Hafen gebaut. Richtig nice. Das Wasser sieht doch einfach geil aus. Da werden wir jetzt hier noch so einen kleinen Ausleger hinbauen. Und wo die Schiffe natürlich auch halten können. Müssen wir sowieso noch den einen oder anderen hier hinbauen. Wobei, das sieht mir jetzt schon fast alles ein bisschen zu unterdimensioniert aus. Aber vielleicht sind es dann einfach nicht die Mega-Kähne, die da halten. Also diese riesigen Segelschiffe. Sondern es sind halt dann eher die kleineren Segelboote und Fischerboote und Kähne, so eher Stocherkähne-mäßig. Sieht man ja auch schon an der Brücke. Im Prinzip kann da ja gar nicht alles durch, weil die Brücke ja auch nur eine gewisse Höhe hat. Dadurch wirkt das natürlich auch alles ein bisschen gemütlicher. Finde ich aber echt ganz nice. Das ist echt eine sehr schöne Idee. So. So ungefähr 5 Minuten haben wir noch mit unserer Aufnahme. Da überlege ich mir gerade, was wir noch alles Schönes anfangen. Wir können noch mal kurz nach unserem Zuckerrohr Ausschau halten. Ein paar Fichtenbäume müssen wahrscheinlich das nächste Mal einfach nochmal abholzen in einer Holz-Session. So wie wir das ja schon immer machen. Birkenholz haben wir jetzt, glaube ich, einfach mal so ein bisschen genug. Was steht denn hier? Kleine Schmiedehütte. Birkenholz haben wir jetzt wirklich ein bisschen genug. Und Fichtenholz müssen wir jetzt wiederholen für unser Grundgerüst. Denn dann geht es auch schon wieder fast ans nächste Gebäude. Jawohl, unser Weizen wird auch gut. Wunderbar. Wir können ja nochmal versuchen. Jawohl, das wächst hier auch wunderbar. Ja, das nehmen wir noch mit. Sehr gut. Haben wir das hier eigentlich irgendwie unbeabsichtigt abgeholzt? Nein, das sind tatsächlich nur 2. Das ist dann schon okay. So, dann gehen wir mal rüber an den Strand. Kleines Gebet. Ja gut, wirklich viel ist das jetzt nicht gewachsen. Können wir aber mitnehmen. Das ist schon in Ordnung. Dann nehmen wir aber... Genau. Ja doch, das ist ein 3er. Voll geil gewachsen. Hammer. Nice. Sehr gut. Ja gut, aber wenn wir das jetzt jedes Mal zweimal machen... Dann haben wir unsere Bücher recht schnell zusammen, unsere Regale auch. Und dann würde ich mir sogar vorschlagen, dass wir einen kleinen Vorrat an Bücherregalen anlegen. Ist ja geil, wie man hier auf dem Boden sieht, wo hier überall Clay ist. Sehr cool. Kommst du halt niemals runter, aber ist egal. Und dann haben wir einen kleinen Vorrat an Bücherregalen, weil Bücherregale sind eigentlich immer ein ganz gutes, eine ganz gute Ausstattung. Muss man einfach sagen. So. Dann machen wir jetzt daraus, würde ich sagen, noch ein paar Bücher. Hoppala. Da ruckelt etwas. Okay. Und dann machen wir Schluss für heute. So, da brauchen wir, machen wir also erstmal Papyrus. Wunderbar. Und da kriegen wir auch nochmal 3 Blätter raus.
Schön. Ach so, ja, gut. Bücher werden wir nicht draus machen können, denn wir brauchen noch Leder. Dazu müssen unsere Kühe erstmal ordentlich wachsen. Dazu muss unser Weizen ordentlich wachsen. Ein ständiger Kreislauf des Lebens. Ein Traum. So, liebe Kühe, seid ihr erwachsen geworden? Ja, seid ihr. Aber euch muss ich unbedingt erstmal vorher züchten, bevor ich euch schlachte. Deswegen muss das hier ordentlich wachsen. Und wenn ich das recht bedenke, dauert das immer so ein bisschen. Das heißt, wir werden, glaube ich, nicht umhin kommen, dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen größeres Feld zu bauen. Ich denke da ja so ein bisschen an die Gegend hinter diesem Haus. Da könnten wir eigentlich ein großes Feld noch hinmachen. Das ist gar nicht so schlimm. Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Stelle. Denn überall sonst haben wir entweder zu viel Wald oder so. Und das schließt hier auch direkt an die Hütte an. Von dem her ist da alles gut. So, dann esse ich nochmal ein bisschen was. Wunderbar. Falscher Knopf. So. Und würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zu unserem fertiggestellten Haus. Schauen uns das kurz nochmal an. Und dann will ich mich von euch verabschieden. Denn ich muss auch dringend was essen und ins Bettchen. Ist zwar noch nicht allzu spät, aber die Feiertage haben schon ziemlich müde gemacht. Es ist gut, dass jetzt Wochenende ist, dann kann man sich nämlich erstmal richtig ausruhen. So, wunderbar. Das ist unser neues Verwaltungsgebäude im Hafen. Schauen wir mal, was da jetzt noch alles für Gebäude hinzukommen. Jetzt geht's also erst so richtig los in unserem Hafen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Ansonsten würde ich mich auch super über ein Abo freuen. Jo, schönen Abend wünsche ich euch noch. Falls ihr noch nicht im neuen Jahr seid, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ansonsten ein gutes neues Jahr. Nehmt euch bloß nicht zu viel vor. Bringt sowieso nichts. Über die Vorsätze reden wir dann bei der nächsten Ausgabe von Show and Play Minecraft. Vielen Dank, das war euer Droidboy und bis dann. Ciao.